So, jetzt nochmal. Jetzt nochmal. Herzlich willkommen zu Gears of War 4. Da geht's nach Gears of War 5. ja, war wohl etwas hektisch gerade, ne? Also. Okay, da ist das Bauzentrum. Fragt sich nur, wie wir da hinkommen. Wir können nur abwärts. Also, Abmarsch. Also lassen wir uns fallen. Vor 2 Wochen war hier noch Brache. Und jetzt bauen sie schon den äußeren Ring? Naja, ohne Sorge vor Überfällen geht das wohl alles etwas schneller voran. Was? Ach, komm her. Ich kann die Waffe tauschen. Dagegen tauschen? Okay. Ja, doch, ja. Doch, ja. Okay. Sehr gut. Und die hätte ich jetzt gerne getauscht mit folgender. Gibst du mir die? Danke! Ja. Sehr gut. Okay, so können wir fortfahren. Runter! Beobachter! Noch sieht er uns nicht! Bleibt's bitte auch. Je weiter wir zum Zentrum vordringen, desto mehr Divis werden an uns kleben. Genau deshalb sollten Dell und ich das allein machen. Was, halten Sie die Vorwärtstaste? Ich war 15 Jahre bei der Corps. Äußerst angesehen. Halten Sie die Vorwärtstaste? Vielleicht sollte ich mal mit Sinn über diesen Krieg diskutieren, den sie anzetteln wollte. Oder die andere Option, nicht erwischt werden. Jetzt halte ich F fest, nichts passiert. Leitern! Klettern wir nach oben! Ja, wieso sie so schnell bauen kann? Glück war das nur ein Bauer und kein Beobachter. Kein Problem, Oscar. Ich weiß, wie man Beobachter umgeht. Das sind doch Freaks drin, da sind doch Menschen drin. Okay. Knock, knock, knocking on heaven's door. Bin ich überhaupt richtig? Die richtige Richtung, ohne geguckt zu haben. Nun gut. Ja. Bleiben Sie, wo Sie sind. Oh, Scheiße. Hilton werden Sie vom Gelände geleiten. Ich übernehme das. Ich bin kein Bürger. Ernsthaft? Was? Bürger hieße, dass wir einer Art zentralen Verwaltung unterstehen. Ich verstehe mich als Teil einer Anarcho-Kommune. Bürger, Ihre Tätigkeit wurde verachtet. Na gut, greifen wir halt auf die Alte. Wohl eher nicht. Aktiviere die Hörer, du Sie sind noch nicht fertig!
Klasse. Also wissen Sie jetzt, dass wir hier sind. Was jetzt, Klugscheißer? Jetzt? Neuer Plan. Wir kämpfen uns zum Fabrikator durch. Schockvollstrecke. Schau an, schau an! Nice. Aber nichts gegen unsere Waffe. Ich mag die. Vorsicht! Gehen Sie gegenüber eines Gegners in Deckung, halten Sie die Vorwärtstaste gedrückt und drücken Sie I. Ja, komm her, du. Bewegen Sie sich auf den Gegner zu und drücken Sie V zum Hinrichten. Sofort zerstört! Okay, das war's erstmal. Eure eigene Medizin. Vermisst ihr eure alten Freunde? Onkel, hör doch auf! Achtung, da sind noch mehr! Ja, vorbei. Nachladen im Gange. Das sollten alle sein. Sieht jemand sowas wie einen Ausgang? Da vorne ist ein Sicherheitstor. Verschlossen. Wartet, ich muss eine Sekunde nachdenken. Wow. Das war ich nicht. Puh. Und ihr zwei seid ganz sicher keine Chorspione? Onkel, bitte. Du glaubst auch, die KOR habe die Sturmfronten erschaffen. Na, selbst wenn. Wenigstens mussten wir euch nicht erst beibringen, wie man ein Gewehr hält. Was ist los mit euch, Non-Cons? Der Großteil von Rainers Leuten kann sich nicht mal die Schuhe zubinden. Oh, zum Glück. Mein Onkel hat mir mal das Schießen beigebracht. Kann froh sein, dass ich überhaupt noch mit ihm rede. Hey, ich war eine große Hilfe. So kann man es auch nennen, wenn man es nicht so genau nimmt. Aber immerhin. Okay, wir sind im zweiten Ring. Wir sollten gleich da sein. Ich traue der Ruhe nicht.
Bereithalten, da kommen Dibis! Bleib los, und alle legalen Ziele müssen. Weiteren Hirten zerstört! Die Waffe? Die kann ich gut gebrauchen. Yep. Ich kann die noch nicht verkommen lassen. So, Waffen sind voll. Zuweisungsliste für Siedlung Nr. 5, Ministerium für Siedlungsangelegenheiten, Bewohnerzuweisung für Siedlung 5, Zentrumsbereich 60, 55, bla 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 bla. Das Bauzentrum ist direkt hinter dieser Mauer. Falls die sich nicht zufällig öffnet... Nein, wir müssen einen Weg außenrum finden. Verstehe ich nicht. Die Überfälle wurden auf Befehl meiner Mutter eingestellt. Wozu die ganze Security? Was, hast du etwa keinen Spaß? Okay, sehen wir uns um. Vielleicht finden wir einen Weg dadurch. Südeingang. Gehen wir durch die Entbindungsstation. Was? Muss das wirklich sein? Was?
Was ist los? Dieser ganze Babykram. Hast du ein Problem mit Babys? Nein, nur damit, dass mir jeder sagt, ich müsse eins haben. Okay. Meine Mutter hat mich zum Glück immer von dem ganzen Kram ferngehalten. Ja, aber es hilft ja nichts. Wir müssen die Gegend neu bevölkern. Ach ja? Kann ich mitmachen? Das ist das Bauzentrum. Wenn Sie dem Protokoll folgen, und das tun Sie immer. Okay, der Fabrikator ist da drin. Und dieser Wartungsschacht ist unsere Eintrittskarte. Worauf warten wir noch? Gehen wir endlich zu der Zugangstür. Na dann komm mit. Dann laufen wir dahin. Beobachter! Kontakt! Nicht so voreilig, Jungspunde! Wir gehen rein, bevor noch mehr Dibis auftauchen. Sag mal, Jeppo. Gibt's hier wie in Gears of War 1 Marken zusammen? Oh, fuck. Jungs! Da kommt eine ganze Ladung Dibis auf uns zu! Verstanden!
Gute Arbeit, Jungspunde. Hui. Können wir jetzt diesen elenden Fabrikator stehlen? Hab sie! Sind wir überhaupt richtig? Ja, sind wir. Trotzdem. Möchte ich mal gucken. Hey, Hirni, brechen wir jetzt ein oder was? Ja. Ich finde das gerade faszinierend, wie sie es wieder gebaut haben. Ich mag ja die Unreal Engine. Ich finde das schon schön, wie sie es gemacht haben, doch. The only achieve. JD, lass uns reingehen, bevor noch mehr Hirten auftauchen. Ja. Oh, sieh mal an. Die Co. hat unsere Zugangscodes deaktiviert. Naja, wir sind ja auch Staatsfeinde. Was? Kommt schon, ihr habt nie gelernt, ein einfaches Zugangsschloss zu knacken? Lasst mich mal ran. Aus dem Weg! Das ist hochentwickelte Core-Technologie. Ich glaube nicht, dass... Oh, okay. Ihr zwei holt diesen Fabrikator. Wir bewachen die Tür. Ich gehe auch mit. Tust du nicht. Hier draußen ist es sicherer. Die Tür schließt sich, Jungspunde. Kate! Gott verdammt! Bringen wir das Ding über die Bühne. Ja, unser Fabrikator sollte in einem der Lager sein. Na, theoretisch ist es Ihr Fabrikator. Okay, hier ist die Wagensteuerung. Rufen wir den Aufzug und legen los. Sind alle Bauzentren so gewaltig? Ach, die gleiche Größe, die gleiche Form, der gleiche Grundriss. Na schön, dann mal runter zu den Ladebuchten. Del, du bringst uns runter. Kate, du kommst mit mir. Wird gemacht. Viel Spaß da unten, ihr zwei. Arsch. Wir sind drin. Schick uns runter. Hey, gibt's ein Problem? Nein. Ich lerne nur gerade die Steuerung kennen. Ja, und los geht's. Hey, was ist da oben los? Geht der Saft aus? Ich arbeite dran. Oh, das sind echt eine Menge Divis. Hey, vielleicht fahren wir einfach weiter, okay? Yep, ich versuch's ja, aber diese Steuerung ist wirklich verwirrend. Oh. Und jetzt? Was zum Teufel machst du da? Tut mir leid, das System hat mich rausgeworfen. Ich musste erstmal den Strom abstellen. Hast du nun die Kontrolle oder nicht? Yep! Glaube ich. Kate, das nächste Mal übernimmst du die Steuerung, okay? Das habe ich gehört. Achtung, da ist der Fabrikator. Faszinierend.
entschuldigt. So, den Fabrikator müssen wir schleppen, und zwar hier. Hey, fass doch mal mit an. Warum lässt du das Mädel nicht vorlaufen? Okay, komm schon und vorsichtig. Okay, geladen. Del, setz das Ding in Bewegung. Geht klar. Ich kann es kaum erwarten, dieses Ding nach Hause zu bringen und wieder Strom zu haben. Wohl, Lesen bei Kerzenschein ja auch was für sich hat. Das war wohl das Bekloppteste, was du heute gesagt hast. Vielleicht auch nicht. Ach, komm mal hier. Del, die halten den Aufzug fest. Scheiße, da muss irgendeine Sicherungssperre aktiviert worden sein. Verflucht, ich bin schon wieder aus dem System geflogen. Heck dich halt wieder rein. Verfolge im Anmarsch. Du bist Geschichte. Du machst wohl Witze! Del! Hey! Das ist gar nicht so leicht, Mann! Beeil dich einfach damit! Hürden im Anmarsch! Schließ die Sicherheitstür! Ich versuch's ja! Ich hab keinen Zugriff! Weitere Hürden zerstört! Noch mehr! Aktiviere das Einflussmodus! Noch ein roter Hürde! Munition, Digga. Du bringst uns hier unten echt um. Nein, ich versuch das zu verhindern. Munition wäre mal nicht schlecht. Was? Warte, wow, Del, das war unser Stopp. Ja, ich weiß. Hier geht's gerade richtig ab. Ich brauche eure Hilfe. Kate, wir müssen ihm helfen. Ja, die haben mich festgenagelt! Scheiße! Könnt ihr etwas Hilfe brauchen?
zerstört! Unrechtmäßige Bürger entdeckt! Euch dann mal wieder runter. Yep. Das wäre ganz gut. In Ordnung. Verschwinden wir von hier. Helft mir mit dem Fabrikator. Hey! Fass doch mal mit an! Hey, weißt du noch, was du Rainer über den Fabrikator gesagt hast, Freddy? Oh, bitte, erzähl's mir. Rein und raus, leichtes Spiel. Genau deine Worte. Also kann's jetzt nur noch leichter werden. Gehen wir zu Oscar. Der wirklich, wirklich sauer. Oscar, wir haben den Fabrikator. Hi. Lieutenant, Sie waren fleißig. Ministerpräsidentin, Sie sehen anziehend aus. Genug herumgealbert. Sie kommen mit uns. Sie sind neu und bewaffnet. Sind sie. Und jetzt kommt das Interessante. Im Gegensatz zu Ihnen befolgen sie ihre Befehle. Was soll das? Reicht Ihnen der Vorfall in Siedlung 2 noch nicht? Ein äußerst erfolgreicher Einsatz. Das ist heute unsere wohl folgsamste Siedlung. Unser Dorf hat seit Wochen keinen Strom. Wir brauchen diesen Fabrikator. Der verfluchte Fabrikator interessiert mich nicht. Sie entführen meine Leute. Was? Ich weiß ganz genau, wozu sie ausgebildet wurden. Ups. Tschüss. Wovon zum Teufel redet sie denn da? Kein Schimmer. Aber wir müssen von hier verschwinden. Das ist verdächtig praktisch. Ich hätte nicht gehen sollen. Ist schon okay. Offenbar war es drin doch sicherer. Hey, Superhelm! Wollen wir da wirklich reingehen? Wir schon, aber bleib du ruhig hier, wenn du willst. Ihr bewacht den Fabrikator. Wir kümmern uns um unsere neuen Freunde. Keine Muni! Hilfe beim nächsten Mal!
was haben wir denn da? Oscar, hilf Dell, den Fabrikator zu tragen. Kate und ich gehen vor. Damit eins klar ist. Als du ankamst, hatte ich Jin quasi genau, wo ich sie haben wollte. Genau genommen hast du mich also gar nicht gerettet. Ja, Oscar, ist schon klar. Jemand eine Ahnung, wie wir hier rauskommen? Was ist das? Oh, Scheiße, sie kommen durch die Wände! Optionen, Spiel, ja, Grafik. Warum muss ich jetzt bis ganz nach vorne? Okay, ihr bewacht den Fabrikator. Wir kümmern uns um unsere neuen Freunde. Hilf Dell, den Fabrikator zu tragen. Kate und ich gehen vor. Damit eins klar ist. Als du ankamst, hatte ich Jin quasi genau, wo ich sie haben wollte. Genau genommen hast du mich also gar nicht gerettet. Ja, Oscar, ist schon klar. Jemand eine Ahnung, wie wir hier rauskommen? Was ist das? Oh, Scheiße, sie kommt durch die Wände!